Hey, riecht bitte her. Bin zurück. Ich werde Florenz wohl besser verlassen. Wohin wollt ihr gehen? Mein Onkel Mario hat eine Villa nahe Monteriggioni. Ihr werdet noch immer gesucht, Ezio. Was würdet ihr mir dann raten? Ich habe im ganzen Bezirk Steckbriefe gesehen. Reißt sie ab und die Stadt wird euer Gesicht vergessen. Ohne Zweifel werden auch Herolde die Menge aufwiegeln. Bestecht sie, damit sie andere Dinge verkünden. Oder ihr könntet die jagen, die falsch gegen euch aussagten. Sie tauschten Ehre gegen bare Münze. Ihr Verlust wurde nicht betrauert. Erledigt einige dieser Sachen und ihr könnt die Stadt verlassen. Bedeckt halten! Steckbriefe, ja gut. Die fällt mir schon über. Ich habe eine Routine eingebaut, die deinen Bekanntheitsgrad. Herolde beschächen. Diese Anzeige zeigt dir, ob du berühmt-berüchtigt bist oder inkognito. Hey, ich bin berühmt im ganzen Land. Das zeigt dir, wie vorsichtig du sein musst. Außerdem kannst du sehen, ob dein Bekanntheitsgrad Teil von Ezios Erinnerungen ist oder nicht. Ja, bitte. Im Grunde muss ich gerade viel so Blattlauf fetzen, oder? Dann habe ich mehr Ruhe. Und ich begann zu fetzen, bei der Domat. Wer nugelt das Dorf ist, kann ich nochmal. Aber warum nicht einfach gehen? So, ist ein Kumpel, kehrst du noch? Ja, bloß auf, geh. Von der Hitze nicht aussteh. Wie ist das? Der Bleidelverteiler? Hospitaler! Hospital der Unschuldigen. Aha. Aber er ist unschuldig. Ein Doktor braucht doch keinen mehr. Und den Schniedel auch nicht schön. Wir haben es zensiert. Die neuesten Meldungen. Wegen der schlechten Getreideernte dieses Jahr ist der Preis für Weizen um... Also mein Bekannter ist gerade fort, gell? Bin ich schon mal auf der besseren Seite. Kennen Sie mich noch? Nicht, gell? Und ich war Ihnen nicht bekannt. Und jetzt? Wieder zu Paola? Also mal. Wird aber lästig. Paola, bin zurück. Willkommen zurück, Ezio. Wart ihr erfolgreich? Ja. Mutter? Ezio, wo warst du nur? Sie wollten uns nicht gehen lassen. Und Mutter, ach, sie hat kein Wort gesprochen, seit wir das Haus verließen. Vater wird einiges klären müssen. Wo ist Vater? Und Federico? Und Petruccio? Hä? Es ist was... passiert. Was meinst du? Nein, unmöglich. Claudia. No, 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 no. Ich tat alles, was ich konnte, Piccina. Hör zu, jetzt ist nur wichtig, dass wir uns in Sicherheit bringen. Aber dafür musst du dich zusammenreißen. Verstehst du? Gut. Passt du für mich auf Mutter auf? Dann sind wir bereit. Nochmals danke für alles. Passt auf, Ezio. Bleibt wachsam. Ich glaube, euer Weg wird ein langer sein. Arrivederci. Wir zischen ab. Folgt mir nach. Weitergehen.
Claudia, Mariah, mir noch. Also, ein bisschen die Gottichte, oder was? Das ist ein Rock'n'Roller. Wo geht der denn mal? Jetzt weiß er, hä? Und er wollte mich rocken. Weil das Problem ist, da die nette dumme Sau. Wir, die wir zu sind, vor Lachen erröten. Wenn ihre Leichen nach Innerein riechen, werden wir tanzen. Oder der Geld werfen. Ob es geht zum Wegwerfer? Kommt, meine Freunde. Ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpackungen gegen eure Hühner auf. Oder der Schafsurin? Bitte die Gott nicht, oder was? Er verkauft der Schafspisse? Ein komischer Doktor. Ja, und das? Checkpoint. Weiter geht's. Von draußen haben wir noch nicht. Die Damen kennen das Rennen schon, oder? Der kleine Sprint für zwischendurch geht schon mal. Oh Gott, schau mir die so. Drei Stück bitte nicht. Was hat das damit schon? Ist ja wieder eine solche da. So, die Jaulme hinter voll, oder was? Der Fix, geh weg. Die Jaulme rein da. Viaggio! Reisen in der Karawane! Wo sind die Herrschaften noch? Geh wieder vorbei, oder was? Anheuern, wenn die Nutten. Die Nutten bei Fuß. Lenkt sie mir die Upto. Kein Grund für dich hier zu sein. Suchen, du Hund. Wird aber schön, alle abgelenkt. Die Damen, aus sie doch. Hey, du hier. Einmal raus von Florenz. Mercui. Tun wir es. Wie konnte uns das nur passieren? Ich weiß nicht. Und der rennt jetzt. Tust du mir oder was? Ich weiß nicht. Haben wir keine Kutsche oder was? Was passiert mit unserem Haus? Ich weiß nicht. Wurden Sie... Hatten Sie ein anständiges Begräbnis? Ja. Ein Begräbnis? Hatten Sie. Aufhängt um Sie es. Also die Damen sind fort, gell? Das ist keiner. 1476. Wir sollten nah sein. Grazie a Dio. Hey,
Ein sicheres Geleit. Bleib dran. Achso, sind die nur da? Na gut. Wie ist das? Buongiorno, Ezio. Die Patis? Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja, und dein Leben. Mein Beileid für den Verlust deines Vaters und deiner Brüder. Was wird nun geschehen, wo dir keiner mehr helfen kann? Hey, was ist los? Wunderbare Dinge mit deiner Mutter. Der Frauenschänder, gib mich doch. Diese Hammi. Das wird mir zu langweilig. Patzi, geh du. Erledige die Rumor. Und schont die Frauen nicht. Was ist das für ein Zauber? Ein fauler Zauber. Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt. Wie du willst. Hier, benutzt das. Tötet sie. Tötet sie alle. Sanftes Erhängen, partielles Heulen und wenig Amputation. Könnten übrigens meine Familie, gell? Geht weg, doch. Pass auf, richtig ausgekontert, unterschlungen. Ja, Mutter, schafft es dich. Schau dazu. Ein Stich in den Rücken kann den Gegner verzücken. Hält das? Die zickt da. Ein weiterer Jünger von Darkness. Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Onkel Mario? Zu viel Zeit ist vergangen, Neffe. Viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg. Aber zumindest haben wir wieder einen Säbel, gell? Immerhin. Und da hausen wir, praktisch. Mit Mario die Villa erkunden. Guck mal. Erzähl mir alles. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Mari, Auditore, warte mal. Selbstverständlich ein Adliger. Der jüngere Bruder von meinem Vater. Aha. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge. Wir geben ihrem Toden einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Also mit Mario. Wir sind fast da. Das schaut ein bisschen ranzig aus. Ich glaube, vieles in Monte Rigioni wird dir gefallen. Ich dachte, Monte Rigioni wäre ein Feind von Florenz. Jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Hat der Fahrbruder Schmied? Mit. Also versuche ich es gar nicht. Das sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein, aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Wusstest on, du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen, vielleicht entdeckst du ein paar davon.
Wegen der ständigen und um so viel Planschbecken dem Ort leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. Die Villa Auditore. So ist es. So, ja. Er baut 1290. Das Leben. Hier sind wir. Casa Deutsche Casa. Und? Weiß ich schon. Könnte man neue Onkel verdrungen. Sehr beeindruckend, Onkel. Sie hat wohl bessere Tage gesehen. Glaub mir, ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden. Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du soweit bist, dann fangen wir an. Anfangen? Womit denn? Ich dachte, du kämst, um zu lernen. Nein, Onkel. Ich kam, um aus Florenz zu flüchten. Und ich will meine Familie noch weiter wegbringen. Und dein Vater? Er wollte sicher, dass du sein Werk beendest. Welches Werk? Mein Vater war Bankier. Warte, er hat nichts erzählt? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was hast du dir gedacht, Giovanni? Wo soll ich denn anfangen? Geh und hol dir das Zeug vom Markt. Dann habe ich Zeit zum Denken. Aber... Kein Aber. Wir sprechen später weiter. Etwas Taschengeld, falls du es brauchst. Und wenn du dich mal erholen willst, habe ich dir ein Zimmer in der obersten Etage der Villa eingerichtet. Geil, Taschen gekriegt, ein Zimmer in der Villa, was willst du mir? Pass auf, da drum ist ein Aussichtspunkt, den werde ich gleich mal erklimmen. Auf über die ranzige Villa. Pass auf, Aussichtspunkt. Geschwind. Dann hat er gleich mal einen Überblick. Da drunter ist ein Ziel, geht, da komm ich gleich oben. Nachdem die Blicke schweiften. Du, sag mal mein Zimmer. Wie schaut das aus? Ist das gemütlich? So, da haben wir eine Bibliothek dafür. So ein Kartenschü, geil. Mein Kämmerlein. Wo soll das sein? Da ist ein Büro. Hey, Doppelbit, Respekt. Was geht da? Noch nichts, oder? Ich glaube, da kann ich irgendwo freischalten, oder? Wenn mir recht im Sinne. Ja, pass auf, dann ticket ich mich oben. Zu meinem Ziel. Bedeuten? Jetzt hier im Schutzflug. Ja, Bruder Schmidt. Was sollten wir mich? Bei der Reparieren brauche ich nichts. Rüstung, Lederstiefel. Kleine Waffen, was gibt denn da? Einen Dolch. Ich glaube, ein Dolch ist nicht verkehrt. Die Stiefel aus Leder. Gönn ich mal. Und die Schulterteile. Die krall ich mal. Dann nutze das gleich mal. Nun, euer Geld ist so viel wert wie jedes andere. Und dann düse jetzt, wo möchte ich hin?
Ein Waffenrad, das ist ja. Hab ich ihn auf der Hand? Hab ich nicht. Moin ist. Heute habe ich zwei, gell? Einmal auf der 1 und einmal auf der 4. Sehr fix. Kann ich zuteilen? Hat die ganz mir wurscht. Lagt euch etwas, Freund? Medizin? Jetzt heilen. Apotheke mit auf. Rein um 75, passt schon. Das mal 15 Meter geht, die brauchst du. Wenn es mir heiß hergeht. Jetzt hier, was sagst du denn? Weißt du, oder? Na, dann nehmen wir Song zurück zu Mario. Ja, holen wir sie mich. Onkel Mario, wie schaut denn aus? Wo ist die schon fädel, schön? Da haben wir, was soll das sein? Statuetten. Mars und Venus. Und, was bringt dir das? Diana und Apollo. Es könnte sein, dass ich irgendwas platzieren muss, oder? Kann ich sehen?